Herzlich willkommen zurück zu Grid Autosports Event 3 von 3, 2 Rennen. So. Also drittes Event, zweites, 2 Rennen. So, los geht's. Red Bull Racing Crank. Hatten wir doch letztes Mal schon, oder? Wir haben kein Ding. Also ist es das zweite Rennen. Haha, sag ich doch. Wow, 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 wow. Hier starten wir. Du hast Startplatz 16 und unser zweiter Wagen geht vom 11. Startplatz ins Rennen. Ja, weil wir sind letztes Mal vom 1. gestartet. So habe ich das in Erinnerung. Ja, ich habe ja letztes Mal so ein kleines Gesprächsthema hier euch aufgezwungen mit der Innenansicht. Also da stimmen mir ja manche Leute wirklich zu. Es ist wirklich so, also eigentlich sehr, sehr schade. Weil so die Cockpit-Ansicht ist sehr schön, aber halt die... Welche Dienste? Naja, aber die Dinge sind halt... Dein Teamkollege hat einen Crash, aber er scheint keinen Platz verloren zu haben. Dafür sind wir vom Teamkollegen. Und das mit einer Kurve. Yeah! So, Mercedes Power, ja, AMG... Lenkstange ist schon wieder kaputt, aber scheißegal, wir müssen aggressiv vorankommen hier. In der zweiten Runde werde ich ihn nochmal richtig pushen lassen, meine lieben Teamkollegen. Dritte Runde ausgeglichen fahren lassen und vierte Runde wieder pushen lassen. Mal gucken, ob das so ein bisschen aufgeht. Ja, was ich kann, sollte der doch eigentlich auch nur bekommen. Die alte... Der kleine Tortenarsch, der. Hat auf jeden Fall geklappt. Wir sind auf Platz 2. So, das müsste Start und Ziel sein. Ich habe deinen Teamkollegen gebeten, ein paar Plätze gut zu machen. Jetzt soll er mal ein bisschen auf Angriff gehen. Wir haben auf jeden Fall... Kevin, noch 3 Runden. Wir haben auf jeden Fall einen übelsten Rechtsdrall. Hatte Rick Scott einen Unfall. Okay. Deine Lenksäule ist leicht beschädigt. Leicht? Guckt euch mal den Rechtsdrall an. Junge, Junge, Junge. Jetzt. Ah. Könnte trotzdem geklappt haben. Jawohl. Jetzt ist er nur noch 12. 10. 11. 10. 11. Alter Schwede, der hat da unten übelstes Duell. Aber wir auch hier, wir haben ein... Das war wieder die altbekannte Kurve, wo ich jedes Mal richtig derbe abgehe. Oh, oh, ich habe gepennt. Nein. Nein. Deutschland ist Weltmeister, Leute. Wahnsinn, wa? Wahnsinn, und was für ein Spiel, Leute. Also ich hatte solche klitschnassen Hände in dem Spiel. Das war ja der absolute Wahnsinn. Wo Argentinien ich nicht so stark mitgerechnet hätte, dass sie so stark sind. Das war ja der absolute Wahnsinn. 7. sind wir jetzt schon. Sehr geil mit dem Teamkollegen. So, jetzt stellen wir wieder auf ausgeglichen. Du hattest in diesem Rennen die schnellste Runde. Trotzdem mega Fehler drin. 6. So, jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier aus dem Hobel rauskriegen. Weil jetzt hier mal so langsam Abstand kriegen. Dein Teamkollege hat einen Crash und ist auf den 7. Platz zurückgefallen. Hä? Ist nicht verarscht, der ist 5. Wie es aussieht, hatte Rick Scott einen Unfall. Er ist voll weit vorne, mein Teamkollege. Hör doch mal auf, irgendwelchen Kacksalbel zu labern. Nein, nicht schon wieder. Komm rum. Jawohl. Bremse gelöst und rumgekommen. Ich müsste die anderen irgendwie aufhalten, sodass er vorbeikommt. Komm rum. Komm.
Das war nicht gut, das war nicht gut, das war gar nicht gut, das war gar nicht gut, das war gar nicht gut. Nein, das war ja gar nicht gut. Jawohl. Perfekt. So, jetzt werden wir uns... Ich habe deinen Teamkollegen gebeten, ein paar Plätze gut zu machen. Ja, jetzt soll er nochmal Angriff machen. Verteidige die Führung. Letzte Runde. Das werde ich tun, mein Freund. Ja. Mit allen Waffen werden wir das verteidigen. Und wenn wir richtig Glück haben, wird sich unser Teamkollege nochmal richtig nach vorne arbeiten. Ja. Aufs Podium wäre ja richtig nice, wenn der damit aufs Podium fahren würde. Und am Sonntag war ja eh absolut geiles Fernsehprogramm, ja. Ich habe um 13 Uhr, sagen wir mal 13 Uhr Fernsehen angemacht. Man konnte den ganzen Sonntag Sport sehen, ja. Erstens schön angefangen mit DTM. Dann kam diese ganze EM, also die Europameisterschaft im Kanufahren und all sowas. Und dann ging ja schon um 17 Uhr alles los. Also schon absolut genial gewesen. Also das muss man ja wirklich mal sagen. Also so einen Sonntag wünsche ich mir öfters als Mann. Muss man ganz ehrlich sein. Vierter ist er. Oh, der Audi kommt, der Audi kommt. Ziemlich weit außen, Dritter. Dritter ist er. Schön pushen, Kollege. Ja. Rick Scott ein Weilchen knabbern. Toller Sieg. Und das hat geklappt mit denen. Erste Runde langsam. Das ist Saisonfinale. Glückwunsch zum Erreichen deines Teamziels. So, soll mal einer sagen, dass wir hier nicht vernünftig fahren konnten? Ja, erster und dritter. Ich bin Meisterschaft Erster mit 16 Punkten Vorsprung und Teamkollege ist noch Siebter geworden. Sehr schön. Teamintern sind wir Zweiter geworden. 12 Punkten Rückstand. Leider. Aber gut, was soll's. Ja. Absolvieren Sie ein Rennen Event ohne Kollision. Das schaffe ich niemals. Ja, das ist nicht meine Stärke. Ende der Saison 5. Okay, das läuft alles zu glatt. Du wirst nicht gefordert. Außerdem verdienst du nicht das, was du verdienen könntest. Erhöhe die Schwierigkeiten, nein, bekommst du bessere, nein, Belohnungen und, nein, lukrativere Angebote. Nein, 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 machen wir nicht, weil ich finde das so schon ganz schön schwer. Ja, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Außerdem fahren wir hier nur Tourenwagenmeisterschaft. Okay, Kevin, du wurdest zu einer neuen Open-Wheel-Meisterschaft eingeladen. Okay, dann zeig's ihm mir. So, Tourenbahn. Können wir uns nochmal angucken, was gibt's jetzt hier noch? Alter, da sind auch ganz schön viele, ne? 9 Advent, 5, 3. Komm, Leute, ich fahr jetzt hier dieses hier. Komm, hier. Zack. 2 Advent, 2 Angebot. Racer Motorsport will sein Team diese Saison etwas verändern. Sie haben dir einen Platz angeboten. Sieh dir an, was sie sich vorstellen. Wir nehmen das hier. Was ist das hier für ein Auto? Aston Martin N24 V12. Okay, was haben die anderen? McLaren 120C GT3. Ach komm, wir fahren erst mit dem anderen. Komm, wir fahren mit dem Aston Martin. Jawohl. Habe ich Bock drauf. Habe ich jetzt so richtig Bock drauf auf diese Sache hier. Ja, schön Langstreckenrennen. Event 1. Fahren 2. Rennen 1. Yes, Marine Circuit. Eine Kurzstrecke auf jeden Fall. Yes, Marine Circuit. Internationale Strecke, Langstreckenrennen, ein Rennen. Quali? Quali dürfen wir. Sehr schön. Machen wir natürlich. Oh, im Dunkeln. Oh, jetzt kommt so langsam die Grafik richtig zum Vorschein. Und der hört sich doch geil an, Leute. Und jetzt. Bum, bum. Oh.
Jetzt geht die Boss ab. Links. Oh. Was, habe ich doch nicht abgekürzt, oder doch? Oh, das muss ich mir gerne nochmal angucken. Ach, scheiße, normalerweise geht es da rein. Jetzt geht es direkt auf die Gerade. Sieht geil aus. Alter, wird der instabil. Der hebt ja richtig aus den Federn raus. Komm, auf der Strecke gerade gar nicht klar, weil die ja eigentlich komplett anders sind. Die Strecke. Runter bis in den zweiten Gang. Ruhig. Mit dem Formel-1-Wagen geht das auch. Ich weiß, das ist kein Formel-1-Wagen, aber... Naja, trotzdem schön. Abgekürzt. Oh komm. Dankeschön. Natürlich auf der Geraden ein richtiger Nachteil. Wir sind Zweiter zurzeit und die Runde ist jetzt eine ganze Ecke schlechter. Alter, hört sich das Ding geil an. Jetzt ganz ehrlich. Die erste Runde war nichts. Wird Zeit anzugreifen. Ja, jetzt würde ich auch sagen, jetzt geht's los. Komm schon, letzte Runde, alles oder nichts. Zweiter Gang zu langsam, dritter Gang zu schnell. So, jetzt Vollgas. Komm. Ich muss jetzt richtig Gas machen hier. Jawohl. Sektor 1, Vorsprung. Scheiße, Leute. Ich wollte das so elegant mit Anbremsen machen in der Kurve, aber das klappt nicht. Jetzt haben wir richtig verloren durch den Scheiß. Ritter. Nicht schön, Leute. Ich kann es ehrlich sagen, nicht schön. Ja, ich sage vielen Dank fürs Einschalten bei GTA Grid Autosports. Wir hören uns im Rennen wieder. Euer Glabur. Ciao, Laui.